So, ich bin gerade in Berlin angekommen und nach ein bisschen Parkplatzsuche mache ich mich jetzt auf zur SongsCon. Das ist eine Messe für Singer und Songwriter, oder für Songwriter eigentlich. Habe durch Zufall davon erfahren über Facebook und jetzt habe ich mir gedacht, naja, gucke ich mir mal an, bin ja schließlich ein Songwriter, nicht? Also die Aufmachung ist schon mal total cool. Man kommt rein, ist von Musik umgeben und es sieht alles irgendwie total cool aus. Und es gibt viele Songwriter, die heute hier sind. Echt gespannt. Wunderschönen guten Morgen hier zur zweiten SongsCon im NH-Hotel. Ja, SongsCon, die Messe für Songwriter und Producer im Rahmen der Berlin Song Week. Wir haben aber auch ganz tolle Masterclasses für euch. Ja? Wir haben BIM-Leute da, die euch was über Songwriting erzählen. Wir haben Dirty Desmo da, das ist der Produzent von Materia und Contra K. Der erklärt euch, wie Produzieren funktioniert. Das findet alles im Masterclass-Raum statt und vieles, vieles mehr. Also schaut euch das Programm an und geht in die Masterclasses. Die sind super informativ und wichtig und ihr lernt da was, hoffe ich doch. So, jetzt bin ich hier. Jetzt weiß ich noch gar nicht, was ich machen soll, weil einen eigenen Song vorspielen, dafür bin ich irgendwie noch nicht bereit. Meine Songs sind noch in Arbeit. Es gibt Masterclasses, habe ich gerade gehört, das heißt so Workshops, in denen man ein bisschen was lernen kann. Aber es ist alles parallel und es ist so vieles interessant. Ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung. Ich glaube, ich lasse mich einfach intuitiv führen. Die Leute hier sind auf jeden Fall total sympathisch. Ich habe gerade schon zwei kennengelernt, den Sam und die Conny, die auch Songwriter sind. Und ich drehe jetzt einfach meine Runde, mal gucken, was auf mich zukommt. So, ich bin jetzt hier in der Music Hall 2. Da geht es um TV- und Film-Songs. Das heißt, wie man seine Songs in TV und Film platzieren könnte. Das ist natürlich spannend, ne? Da geht es einfach darum, dass wir Leute aus der Industrie haben, aus verschiedenen Segmenten. Ich picke einfach per Zufallsverfahren Leute raus. Alle melden sich, die irgendwie was vorspielen wollen. Wir hören in die Nummer rein und dann geben wir uns einfach das Feedback dazu. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass der Song besser ist als die, die wir vorher gehört haben. Jeder Song, den wir heute hören, steht für sich und hat eine eigene Geschichte und erzählt ja auch was ganz Eigenes. Aber ich würde sagen, von denen, die wir bisher gehört haben, ist es der, der für den Synth-Bereich insofern interessant ist, weil er ein paar Merkmale hat, die mich zumindest, es kann jedem von euch hier anders gegangen sein, aufhorchen lassen. Wenn die sich einfach vorne hinstellen, ja, und so ad hoc so boom, voll ihren Song den Leuten auf die Ohren hauen. Ich bin dazu immer viel zu ängstlich und ich bewundere das. Und, ja, ich weiß nicht, ob ich das üben sollte oder ob ich sage, ich bin halt nicht so, ne? Aber da hat gerade eine Gitarre gespielt, so da springt dich der Song förmlich an und ihre Stimme. Und ich weiß gar nicht, warum ich mir immer so einen Kopf mache. Egal, jetzt gehe ich zum nächsten und das wird ein Workshop sein über Songwriting. Ich schaue da einfach mal rein, vielleicht kann ich was lernen. Keep running, keep running, honey. And so on. So, we have the start, where we go, it goes, I'm looking for love, boy, you will get hurt, you'll get hurt. So if we're counting, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Still you don't regret a single day. Hier kann man Mikrofone testen, wie unterschiedlich die klingen. Erstmal schön, dass ihr da seid. Finde ich gut. Ich bin Musikerin, Songwriterin bei BMG. Da habe ich meine eigene Song-Edition, das heißt, es ist eine Art Unterverlag, wo ich auch eine tolle Künstlerin gesigned habe. Und ich schreibe mit und für andere Künstler. So, ein kurzer Zwischenbericht. Also es ist total spannend, ne? Ich schreibe jetzt schon so lange Songs und ich bin auch der Meinung, dass ich ein bisschen was davon schon verstehe. Und jetzt gerade hat die Juwanka von, warte mal, den Namen muss ich gerade gucken, Juwanka von Wilsdorf.
ja, gerade einen Workshop gegeben und ganz viel darüber erzählt, wie sie textet, wie sie es handhabt, Schreibblockaden, Metrik, ach alles, was im Songwriting wichtig ist. Und das Schöne ist, ich habe mich in ganz, ganz vielen wiedergefunden. Und es gab mir gerade ein total gutes Gefühl, dass das mein Metier ist. Das ist total cool. Und vorher hatten wir einen kleinen Workshop mit Kian Walsh. Auch seine Tipps über das Songwriting waren sehr, sehr essentiell und ja, ganz, ganz viel tolles Input. Was von den anderen hier natürlich ganz oft genutzt wird, das sind die Pitches. Das heißt, es gibt eine Stunde Zeit mit bestimmten A&Rs, bestimmter Plattenfirmen und alle, die was vorzuzeigen haben und produziert haben, die dürfen sich dann in diesem Raum versammeln und es wird, weil es zu viele sind, durch Zufallsprinzip ausgewählt, wer seinen Song jetzt präsentieren darf und er wird von den A&Rs bewertet. Aber mir hier abzuholen, ob mein Song funktionieren könnte, möchte ich nicht. Und nicht mal aus Angst, dass es nicht funktionieren könnte. Das ist es nicht. Es ist einfach nur, ich möchte die Sicherheit nicht bei jemand anders abholen, ich möchte sie in mir finden. Aber deshalb begebe ich mich nicht dort hinein und möchte irgendwas vorspielen. Oder nicht Künstler anwesend? So, meine letzte Station, das war eine Masterclass, nennt sich das hier, ein Workshop mit Silke Super von Radio 1, Moderatorin. Und das war total motivierend. Hört ihr mich überhaupt? Ganz schön laut hier, ne? Ich meine, hinter. Haltet mal. Genau. Das war total motivierend, weil sie mal nicht so festgelegt hat, wie etwas sein muss und es offen gelassen hat, dass unsere Energie uns in den Markt bringt, ja? Dass wir tun müssen, was wir wollen, damit wir dorthin kommen, wo wir hinwollen. Ja? Einfach machen. Und das ist ja genau das Motto, was ich schon seit ein paar Wochen verfolgen möchte. Einfach machen. Ja, und das war super. Ne? So, und jetzt mache ich mich auf den Heimweg und nehme ganz viel mit von heute. Ganz viel Positives, aber auch Dinge, die mich bestärken in dem, wie ich die Dinge möchte und nicht, wie sie der Markt vorgibt. Ja. Das ist für mich sehr wertvoll. Einfach machen. Yeah. Ich sage Tschüss von der SongsCon in Berlin. Bis später.